Dich. Hallo Scott, grüß dich, mein Lieber. Jo, jetzt Wir ist es sind live, soweit. glaube ich. Wir sind live, genau. Das geht ja gleich zur Genau, ist Sache. Und super. ja, mein Lieber, also wann hatten wir das erste Mal Kontakt? Ist noch gar nicht so lange her, oder? Es müsste vor ungefähr 2 Wochen gewesen sein. Da habe ich dich kontaktiert, glaube ich, auf Instagram, Genau. ja. Ja, aber deine Videos verfolge ich schon länger. Also das erste, was ich gesehen habe damals, war das von der Kim, glaube Ja, ich, ist aber ja. schon ewig her. Ja. Und das hat mich einfach inspiriert, ich meine, auch mal mit jemandem zu reden, der neutral ist und Ja. außenstehend, beziehungsweise und es auch nachvollziehen kann, ne? Auf jeden Fall. Und freue mich auf jeden Fall, dass du heute auf dem Kanal bist. Hat gar nicht so lange gedauert. Manchmal dauert so ein Monat, bis man zusammenkommt. Und ich freue mich, Scott, dich jetzt begrüßen zu dürfen. Mein Lieber, Dann habe ich ja Glück. genau, da, ja, Glück, genau, also hat gut geklappt und du bist auch zuverlässig, du bist ja hier da. Genau. Mein lieber Scott, worum geht's denn bei dir? Erzähl doch mal, warum telefonieren wir heute zusammen? So, also ich habe da eine nicht so schöne Vergangenheit hinter mir. Speziell, ich würde jetzt mal sagen, verstehst du mich noch? Ich höre dir zu, alles Ah, gut. okay. Ja, deine Stunde, let's go. Also, ich bin gerade eigentlich, oder was heißt gerade, seit Jahren Polytox, stark Polytox unterwegs. Und unter Polytox meine ich, ich leide leider an Angst- und Panikstörungen. Okay. Deswegen war das auch für mich jetzt eine schwierige Situation, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, du schaffst es schon. Und wie gesagt, es fing dann an. Ich habe eine Ausbildung angefangen. Dann gab es sowas wie Mobbing am Arbeitsplatz und lauter solche Dinge. Und dann bin ich zum Arzt gegangen. Und der hat mir das dann verschrieben. Was genau Genau. hat er dir verschrieben? Ich nehme an, Antidepressiva oder Benzos? Nee, Alprazolam. Ah, okay. Alprazolam 1 Milligramm, also Xanax-Tabletten, Ja. die ganz starken. Okay. Und Erzähl weiter. nee, ich wollte nicht unterbrechen. Ja. Passt schon. Nee, also ich finde es ja gut, dass du so drüber erzählst. Wenn du sagst Polytox, was ist denn so das Hauptthema, das Hauptproblem? Also das Hauptproblem gerade ist, ich schäme mich so, das schon zu sagen, das ist Wahnsinn. Aber das Hauptproblem ist Kokain. Crystal gerade im Moment, Speed ohne Ende. Okay. Benzodiazepine, Ja. Opioide, Tramadol, Tilidin, Oxycodon. Okay. Also, Das Problem ist, ja. dass ich dann dazu noch das Trinken anfange, weil ich irgendwann wahnsinnig werde, weil ich dann 20 Alprazolam oder so auf einmal gefressen habe. Es sind schon so viele schlimme Dinge passiert darauf. Das kann ich dir sagen, ja. Ja. Okay, klingt nach einem ziemlichen Dschungel, in dem du dich bewegst Genau, und richtig. genau, dann fangen wir doch einfach mal mit dem Jetzt an. Also, wo stehst du gerade? Wie war die letzte Woche? Was machst du gerade? Was war für Konsum angesagt? Wie geht's dir damit? Also die letzte Woche war eher scheiße für mich. Ich habe einen neuen Job angefangen, habe aber ein besseres Angebot bekommen von eben einer Bank als Immobilienmakler. Und das hat dann jemand rausgefunden in der alten Arbeit und hat mich daraufhin halt gekündigt. Ist ja ganz logisch, ist ja auch kein Problem, hätte ich sowieso bald gemacht. Nur jetzt hatte ich wieder Freizeit und das heißt, der Konsum stieg deutlich an. Also ich bewege mich tagtäglich ungefähr bei 6, 7, 8 Milligramm Xanax. Das ist fast ein ganzer Blister. Das ist so zum Aufstehen. Danach kommt noch also das Tramadol oder das Tilidin noch 400 Milligramm dazu. Eben weil ich dieses Opioid-Gefühl mag, diese Wärme noch dazu und dieses Entspannte. Weil ich brauchte es einfach, dieses Runterkommen, dieses Beruhigende. Und ja, Kokain auf jeden Fall, Cannabis, Also Alkohol das, Gott sei Dank nicht, aber okay, das heißt für mich, du bist eigentlich ja einem festen Arbeitsverhältnis. ja, also war mir immer wichtig und wird mir immer wichtig bleiben und das werde ich für nichts auf der Welt aufgeben. Das heißt, du hast, lass mich mal, das heißt, du hast auch Kontakt mit Menschen. Genau, Wenn du right, das ich so lebe mein sagst, Leben. genau, also du bist so noch Beratertätigkeit, Finanzsektor, kann man so sagen. Genau. Okay, das heißt, man hat Kundenkontakt und muss da ja auch, sage ich mal, fresh und dynamisch rüberkommen.
Genau, richtig. Genau, Und das absolut, gelingt dir, exakt. mit diesem Konsum gelingt dir das. Ja, und ich sage dir wie, genau indem man es einfach einteilt. Weil das Problem ist, du gehst in der Früh in die Arbeit, du bist gestresst und dann nimmst du eine Xanax, dann kommst du erstmal runter, kommst ins Büro, machst erstmal deine Sachen, holst dir einen Kaffee, legst in der Nase Koks, Tee oder Speed oder sonst was hin, schiebst es unter den Schreibtisch und dann wartest du erst einmal, bis die Xanax reinknallen und dann wirkt es erstmal gut. Dann bist du erstmal schwerelos, dann ziehst du eine von den drei Lines, was du halt gerade Bock hast. Und dann kann es losgehen. Dann hängst du dich ans Telefon oder sonst irgendwas oder schaust stundenlang nach irgendwelchen Sachen. Wie gesagt, dann der Pause gekifft. Aber Lauter solche Dinge und immer wieder diese Pillen gefressen. ja, das ist echt Also irre. ein Mischmasch, wirklich ein Mischmasch. Es ist ein ständiger Mischmasch. Selbst auch mit Crystal Meth habe ich das gemacht. Währenddessen Beruhigungsmittel, Crystal gezogen, gekifft, Alkohol drauf und noch Tilidin und so. Also, Aber ja. Buddy, aber stresst das nicht immens? Ich meine, ich kenne das auch so, Koks und Crystal auf Arbeit ziehen, aber da ist man ja nicht mehr, also ist man ja nicht mehr sich, man selbst. Weißt du, was ich meine? Doch, doch. Doch, Und doch. ich sag dir jetzt auch warum. Genau wegen den Xanax, wegen den Ah, diese, Beruhigungsmitteln. Und jeder, der hier, ja. sorry, Nee, erzähl jeder, bitte. der hier im Chat jemals Alprazolam 1 Milligramm Ratiopharm hatte, weiß es, dass das geht. Du musst dir vorstellen, dass diese Pillen überspringen zum Beispiel das komplette Runterkommen von Meth. Du pennst in der Zeit komplett und wenn du aufstehst, geht es dir wie, als wäre nie was passiert. Also es gibt Und eben auch. nicht diesen quälenden Abklatsch, den man so hatte. Nein, Nee, nein. nee. Und auch keine blöden Filme oder sonst was. Dein Kopf, deine Emotionen sind aus. Du bist im Kopf extrem auf Sendung, sage ich jetzt mal. Ja. Aber Aber vom Körper das her. Stressige ist weg, dieses Paranoide. Ja, komplett, komplett, Okay. komplett. Deswegen genießt du dich ja auch dann so sehr. Das ist natürlich gefährlich, ja. Ich sag mal, Ja. weil zu so einem Crystal- und Kokain-Trip gehört ja eben auch diese Depression und dieser Abklatsch, der dich davon abhält, es jetzt gleich wieder zu tun. Und Genau. mit diesen Medikamenten federst du eben diese negative Erfahrung, die ja so ein Drogentrip eigentlich braucht, ab. Genau, Und genau. ja, das ist ganz Und schön genau heftig. das ist das Problem. Und dann kam nämlich auch, also wie gesagt, ich habe viel psychischen Stress auch von außen, von zu Hause, Leistungsdruck ohne Ende. Dann, ich wohne aktuell in der Wohnung noch hier zu Hause bei mir daheim. Das ist einfach, also wenn meine Mutter mich sieht oder sonst irgendwas, die checkt es ja, das ist ja klar. Also die weiß es ja auch und mir tut es auch extrem leid, einfach alles, aber. Ich weiß nicht mehr, wie ich da rauskommen soll. Ich sag dir ganz ehrlich, ich springe von einem zum anderen. Aber dazu kommen wir nachher dann noch. Und dann. Ja, okay, gehen wir mal zurück in die Vergangenheit ein bisschen. Also ich sag mal so, du befindest dich gerade, kann man ja fast sagen, auf dem Höhepunkt deiner Sucht mit polytoxem Konsum quer durch die Bank, absoluter Kontrollverlust. Ja, aber nicht der Höhepunkt. Das war nicht der Höhepunkt. Das Okay. ist nur der aktuelle Standpunkt. Ja, okay. Leider, leider, Erzähl mal vom leider. Höhepunkt. Der Und wie lange Höhepunkt ist der ist so, her? der ist jetzt 22, 20 war nicht, ja, 2020 gab es den Höhepunkt. Da habe ich ungefähr, also ich habe einen Arzt, der ist auch meine Vertrauensperson, nicht meine Familie, sondern mein Arzt. Ist meine wirkliche Vertrauensperson. Der versteht mich alles komplett, egal wie, passt wie Faust aufs Auge. Und damals habe ich pro Woche circa 100 Diazepam bekommen von ihm auf dem Kassenrezept für einen Zehner in der Apotheke und habe damals immer Wein drauf getrunken. Aber wieso macht das ein Arzt? Das ist doch fast schon Körperverletzung. Nee, weil also bei ihm ist es so, da kann ich jetzt leider auch nicht so nah drauf eingehen, aber er weiß, weshalb ich damit angefangen habe oder weshalb ich sowas mache. Und bevor es anders passiert, will er mir lieber versuchen zu helfen, sage ich jetzt. Also ich, Okay, ja, muss ich jetzt irgendwie. verstehe ich. Also es gab ein Ereignis in deinem Leben oder Ereignisse,
Ja, ganz Die viele, ganz viele, die nach deiner Meinung, die dich zu diesem Konsum drängen. genau, richtig. Zum Beispiel, würdest du mal eins berichten? Was wäre das zum Beispiel, wenn du das erzählen kannst? Also, ich fange mal von ganz vorne an einfach. Ich habe damals mit 15, 16, 17, lass es 17 gewesen sein, das Kiffen ab und zu angefangen mit meinen Kumpels. Das kennt ja jeder, mal da, mal da, mal da. Und genau. Und dann ging es irgendwann weiter. Da zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eine Freundin. Und als das dann vorbei war, bei mir in der Gegend gibt es einen Club, einen Techno-Club, den kann ich jetzt ja nicht nennen, weil sonst weiß man direkt, wo. Wo du wohnst, genau. Nee, mach das nicht. Genau. Techno-Club kennen wir alle, ja, okay. Genau. Und als es dann mit ihr vorbei war, ich kam da selber nicht auf mich klar, keine Ahnung. Ich bin vom Charakter her so, ich muss leider immer übertreiben. Und ja, dann hat es irgendwann nicht mehr gepasst, getrennt. Und dann war gerade das angesagt. Also dieses Techno-Feiern, dieses MDMA nehmen, dieses Teile nehmen, was, scheißegal. Aber, und dann hat es angefangen. Dann bin ich da rein, dann habe ich mein erstes Ecstasy teilgenommen und dann hat es nicht lange gedauert, dann war ich schon an der Nase gegangen, weil mir Ecstasy nicht getaugt hat. Nase, was Ja. meinst du mit Nasekoks? Koks, Speed, Crystal, wie gesagt, alles. Das Einzige, was ich noch nicht genommen habe, war Heroin. Ja. Also schon ziemlich krass hat sich dann eben so entwickelt und hat sich auch 2 Jahre lang so gezogen. Und ja, Also, dann da war würde ich gerne ich. mal einhaken. Also, das ist letztendlich, ich kenne das ja von mir. Also, es gibt ja bei Suchtpersönlichkeiten, möchte ich mal sagen. Genau. Also, bei einer Suchtpersönlichkeit finde ich, und da gehe ich auch von mir aus, hat man eben wie soll ich sagen, diese Angst vorm Kontrollverlust nicht, sondern hat eigentlich Bock drauf. Ja, Ja, es gibt keine eigentlich Grenzen. schon. Genau, ich sag mal, viele schreckt das ja auch ab, so ein Konsum. Also, den würdest du eine Line Koks hinlegen und die würden dir einen Vogel zeigen. Für die kommt das überhaupt nicht in Frage. Aber es gibt Menschen wie dich und mich, die ja die Veranlagung haben, eben da nicht Nein zu sagen, sondern das weiter auszureizen und immer Richtig, weiter zu genau. gehen. Ja? Ja. Was meinst du, woran liegt das bei dir? Warum gibt es da diese Grenze nicht? Also dazu würde ich gern kurz was sagen. Ich kann es jetzt nicht festlegen, aber meine Oma war Alkoholikerin und ich glaube, also ich kenne meine Familie so gut wie gar nicht. Ich kenne nur meine Mutter und meinen Vater. Ansonsten, ich habe keine Oma, kein Opa, kein gar nichts. Keine Ahnung, ich kenne die alle nicht. Ich weiß nicht, was da war. Ich weiß nur, dass meine Oma schwerst alkoholabhängig war und Psychologin eben. Und die ist an Alkoholsucht gestorben. Okay. Und ich bin mir nicht sicher, ob das vererbbar ist. Ich glaube ja aber sogar schon, weil 4 von 4 Kindern, sage ich jetzt einfach mal so, also meine Brüder, Schwestern, alle drauf. Oh, ach, Alle okay. drauf. Oh, das ist ja interessant. Also du hast auch Geschwister. Genau, Du hast Geschwister. ich habe noch Geschwister, Und die ja. sind auch alle drauf. Also, ja, genau, aber Wow. nicht ganz so schlimm wie ich. Ich bin Ja. da leider der Schlimmste. Bist du der Jüngste? Aber, nee, der Schlimmste. Ah, okay, du bist so Leider. dazwischen. Ja, Okay. genau. Ich habe noch einen kleineren Bruder und noch eine ältere Schwester und Okay, ja, okay. das, Er musste gar nicht so viel genau. erzählen. Okay, ja. Genau. Ja, und wo waren wir stehen geblieben? Ich bin Faden verloren, glaube ich. Naja, ich hatte dich gefragt, woran das liegt, nach deiner Meinung, dass du eben diese Grenze nicht hast, Nein zu sagen. Und da hast du über Ach deine so. Großmutter erzählt und die Alkoholsucht und dass deine Geschwister auch drauf sind. Ja. Also ich kannte meine Grenze, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt kenne ich meine Grenze langsam immer besser. Sage ich mal so, ich musste mir die erlernen, sage ich mal. Ich bin nämlich ein Typ von Natur aus, der gerne übertreibt. Wenn schon, denn schon 100% oder 0%. Also ich mache keine halben Sachen und fange auch nichts Halbes an. Und deswegen habe ich es halt leider auch falsch gemacht. In dem Fall sieht man ja. Und habe auch übertrieben und es hat mir leider zu sehr getaugt gefallen, wie man es auch immer nennen möchte.
Und ja, genau. Und seitdem zieht sich das, seit 7 Jahren. Also seit 7 Jahren würdest du sagen, bist du polytox unterwegs. Genau, richtig. Hattest du in dieser Zeit Beziehungen? Nein. Nein, interessant. Nein. Okay. Nein, also das ist Ja. absolut nicht mehr möglich. Das ist Durch den da. Konsum sind Beziehungen nicht mehr möglich. Also ich meine eher von der Persönlichkeit her, weil ich kann mich auch nicht mehr öffnen. Ich habe viel auch erlebt und erfahren, was eben einfach ja verdammt wehtut. Vertrauensbrüche, lauter solche Dinge, Betrogen, egal was. Und von dem her fällt mir das an sich schwer zu vertrauen. Ja. Und mir fällt es auch schwer, jemanden kennenzulernen. Also ich kann das einfach nicht. Also ich könnte es schon, aber ich möchte es auch gerade gar nicht, weil ich gerade in so einer Situation stecke, da will ich eigentlich auch keinen mit reinziehen, ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich verstehe ich das und das ist natürlich dramatisch, ja, also dass Ja. dieser Substanzkonsum, dieser Substanzmissbrauch eigentlich ja dein ganzes natürliches Ich und Ja. das natürliche Leben total überschattet. Ja, Genau, weil genau, genau. eigentlich denke ich mir im Herzen, sehnst du dich doch nach einer Beziehung, nach einem normalen Leben, nach Ja, absolut, Zweisamkeit. natürlich, selbstverständlich, ja, genau, genau das ist es. Woran, Genau das ja ist genau, es. aber woran scheitert es denn? Genau das ist die Frage, die ich mir stelle, seitdem es angefangen hat, ja. Woran scheitert es? Ja. Woran, Woran? Also, ja. ich habe alles probiert, wirklich lächerliche Sachen, aber muss ich jetzt nicht sagen. Alles probiert eigentlich mal wieder da in die richtige Richtung zu gehen, was Beziehungen und Liebe angeht. Aber auch mal wieder jedes Mal nur schlechte Erfahrungen gemacht. Und die letzte war sogar erst vor kurzem, vor 3 Tagen, glaube ich sogar erst. Und wie gesagt, ich kann mich auch normal artikulieren. Ich habe einen super Job, ich habe ein super Auto. Ich bin keiner, der irgendwie draußen rumhängt oder sowas. Aber bei mir funktioniert das einfach nicht. Ich kriege das auch nicht zusammen. Also Naja, Beziehungen und ich aber ist mein irgendwie. Lieber, also es liegt ja auf der Hand, warum die Beziehung nicht klappt, ne? Weil du einfach Ja, absolut mit dem ja. Konsum beschäftigt bist. Genau. Ja? Und ich glaube, das ist auch, ja. Ja, und wovon, also ich sag mal so, würdest du sagen, von jeder Substanz, die du so nimmst, bist du schon abhängig? Also von Kokain auf jeden Fall, Cannabis, Benzodiazepine und Opioide auf alle Fälle. Ach du Scheiße, okay. Also das sind schon. Also Crystal kommt jetzt langsam, weil das ziehe ich jeden Tag gerade im Moment. Dann sorry an der Stelle. Genau. Ja, von diesen Substanzen. Ja, wie Wie soll. gesagt, habe ich dir geschrieben, das ist schon so ein alltägliches Ding. Ja, ich frage mich halt, wo das Ende ist. Wo ist die Steigerung? Ja, genau. Das ist nämlich, ja. Wie soll es denn Ich weiß weitergehen? nämlich gerade auch nicht weiter. Das weiß ich eben nicht, weil wie soll ich das alles schaffen auf der Arbeit, wenn ich das weitermache? Ich merke ja, wie kaputt mich das weitermacht. Ich komme ja so nicht mehr weiter. Ich will ja da auch auf jeden Fall wieder raus. Nur ich weiß nicht wie. Also kann man Das ist sagen, mein dass von Problem. diesen ganzen Substanzen, die du konsumierst, eigentlich diese ehemals positive Wirkung schon weg ist? Jein, jein, würde ich jetzt nicht sagen. Würde ich jetzt nicht sagen, weil ich ab und zu, also mittlerweile fahre ich sogar zum Beispiel die Benzos mal an Tagen runter, nehme aber dafür halt an oder halt beziehungsweise von was anderem mehr. Sodass ich am nächsten Tag wieder mehr spüre von dem einen. So, verstehst du? Was würde denn passieren, wenn du alles einfach mal weglässt? Würde ich gar nicht wissen wollen, sage ich dir, wie es ist. Also das ist, glaube ich, auch gar nicht möglich, weil ich denke, du bist Nein, schon. das ist auch nicht möglich. Hat auch mein Arzt gesagt, das wäre jetzt sowieso. Ich war. Ja? Scott, bist du noch da? Jetzt, Ja. sorry, ich habe aus Versehen auf Stumm Ja, gedrückt. kein Ding. Ja. Ich muss an der Stelle nochmal kurz was sagen. Ich war damals schon 2 Jahre lang benzodiazepinabhängig, speziell Alprazolam und Diazepam. War schon mal in der Klinik, in der Privatklinik 4 Wochen lang.
bin rausgekommen und habe direkt wieder konsumiert und war direkt wieder beim Arzt Abhilfe schreiben lassen. Also, ja, gut, weitergemacht und ja, wie bisher, morgens heimgekommen, mitten unter der Woche, mit aufgeschlagenen Köpfen, irgendwo auf den Gleisen aufgelegen, völliger Filmriss und solche Dinge sind da passiert. Also ich hätte wirklich sterben können. Ich hatte wirklich 1000 Schutzengel, sonst wäre ich jetzt schon tot. Weil Alkohol und diese Tabletten an sich, diese Mischung, ist tödlich. Das ist tödlich. Das bringt Leute um. Das, was ich nehme, bringt andere um. Und das ist das Problem. Ich muss das loswerden. Weil irgendwann wird es auch mir schaden. Ja, Ja. es schadet dir ja jetzt schon massiv, aber du möchtest einfach vermeiden, dass es dir final schadet und dann es einfach vorbei ist. Ja. Genau. Wie alt bist du Genau. jetzt? Möchtest du das sagen? Ja, klar, ich bin jetzt 25, also ich werde jetzt bald 26. Und ja, das geht so richtig extrem, geht seit ungefähr 20 und angefangen habe so mit 17, ja. Genau. Deine Mutter weiß von diesem Polytoxin-Konsum. Ja, und dazu kommen wir auch gleich. Das Problem ist, meine Mutter hat bei sowas keine Toleranz. Also selbst wenn es mal um einen Joint rauchen geht, keinerlei Toleranz. Verstehe ich, respektiere ich und möchte ich auch weiterhin so. Aber das Problem ist, wenn du ständig Angst haben musst dahin, kommt die jetzt, wenn ich jetzt rauche, kommt die, wenn ich das jetzt mache oder sonst was, du entwickelst diese Paranoia. Vor allem durch diese Substanzen, die ich dir gesagt habe, die ich nehme. Wenn du ständig Angst haben musst, dann auch noch, dann kann es irgendwann böse ausgehen. Und das ist nämlich auch ein Faktor, weswegen ich da auf jeden Fall weg muss. Ja. Also dein Hardcore-Konsum, kann man ja mal sagen, belastet natürlich auch schon sehr stark die Mutter-Sohn-Beziehung. Ja, genau. Also Weiß ich sehe deine das Mutter von ganz. dem Konsum der Geschwister? Ja, weiß sie auch. Mein Gott, wie geht die Das damit weiß sie um? auch. Wie geht sie damit um? Das wüsste ich auch mal gerne. Also ich rede mit ihr schon, aber über solche Themen will sie eigentlich nicht reden. Sie blendet das aus. Ich glaube, sie versucht es zu verdrängen, ja. Weil sie sieht, er macht sein Zeug und die machen auch ihr Zeug, die kriegen alles gebacken. Man sieht zwar, mit denen stimmt definitiv gewaltig was nicht, aber sie machen trotzdem ihr Zeug. So deswegen, und da sie deswegen Bescheid weiß, lässt sie uns dann schon in Ruhe. Aber wenn sie uns dabei erwischt, zum Beispiel, oder beim Kiffen oder so daheim, dann geht es direkt los. Und dann, wie gesagt, das geht alles auf die Psyche. Und da bin ich gerade, ja, zu instabil für solche Geschichten. Ja. Naja, ist eine ganz schöne Sackgasse, in der du da bist, finde ich. Absolut. Und wie gesagt, so lernst du auch niemanden kennen. Ich meine, ich würde selber niemanden wollen, der so extrem da drauf ist. Also ich meine, wie kann man sich sowas eigentlich antun? Ich frage mich im Nachhinein halt eigentlich nur, wieso hast du das gemacht? Aber ich bin auch nur ein Mensch, ich bin auch nur neugierig. Es gibt auch noch andere, die das auch gemacht haben. Und ich will auch nur ausprobieren. Ja, okay, es hat mir gefallen, aber irgendwann muss halt auch Schluss sein. Ich war ja schon mal ein halbes Jahr von allem clean, aber irgendwann hat es mich wieder Was hat eingeholt. dich wieder zurückgeholt? Was hat mich wieder zurückgeholt? Die Ja. Benzos? Nee, eher die Opioide. Die Die Opioide. Benzos, die Opioide, die Tilidin, ja. Tilidin, Oxycodon speziell. Ja. Oxycodon habe ich die 20 Milligramm Tabletten bekommen, ohne Naloxon. 100 Stück jede Woche auf dem Rezept. Jede Woche 100 Stück. Also konntest du dir ausrechnen, wie viel ich davon genommen habe. Und ja, dann habe ich das aber kalt entzogen, weil ich wollte nicht mehr, weil ich wusste, das geht wieder in diese Richtung. Also entzogen, dachte mit Tilidin komme ich runter, dann auf Tilidin hängen geblieben, wieder mal. Dann das jetzt vor kurzem kalt entzogen einfach und jetzt aber wieder der andere Schatz. Also es ist ein ständiges Hin und Her. Das ist das, was ich vorhin meinte. Immer dieses Hin und Her springen. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Keine Ahnung. Also diese Psychologen, was sie mir da sagen, ich habe schon viele ausprobiert, aber
Ja, Da ist mein es immer das Lieber, Gleiche. Psychologen hin und her, letztendlich wird es im Leben immer so laufen, dass du die Dinge nur für dich entscheiden kannst. Ja, Genau, und ein richtig. Psychologe kann dir zwar ja ein bisschen reflektieren und spiegeln, aber du bist jetzt Ja. kein Traumata-Opfer oder weißt du, was ich meine? Also, du hast doch keine Ja, psychische Erkrankung, genau. sondern Nee, nee. bist jemand, der, und wir reden ja so oft über Sucht hier auf dem Kanal, der das Ja. wirklich nur alleine schaffen kann. Und Ja, der, es ist auch so. genau, und der Ausstieg und der Weg in die Cleanheit wird beschissen, hart und steinig werden und er wird immens wehtun. Ja. Absolut, Und absolut. er wird eben so laufen müssen, dass du große Brüche in deinem Leben angehen musst. Ja, und das sollte ich jetzt relativ schnell machen und werde ich auch machen, aber ich wollte auf jeden Fall nochmal davor mit dir reden, Okay. dass bevor das endet, dass du auch mal weißt, was du noch alles machen kannst. Weil ich höre, also ich schaue Videos an, da ist einer nur auf Kokain abhängig oder sowas oder. Also was heißt nur oder so, ich will nichts schlecht Ja, reden, um ja. Gottes Willen, aber dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich das auch mal von mir erzählen, dass sie wissen, was es noch gibt. Dass jemand sich 20 Pillen reinschmeißt, drei Nasen Koks hinterher zieht und dann erst, keine Ahnung, noch sonst was Funktioniert. macht. Funktioniert, genau. Ja. Genau, deswegen. Weil ich wusste, du hast Ahnung davon. Wie Deswegen habe ich dich angerufen. finanzierst du das alles? Wie gesagt, ich verdiene gutes Geld. Okay. Ich muss zu Hause noch nichts abdrücken. Okay. Ist natürlich auch ein Genau, hab. Problem, ja, wenn man erst keine Geldprobleme hat, dass das Zeug immer verfügbar ist. Richtig, weil ich habe den kompletten Gehalt, das komplette Gehalt, was ich bekomme, habe ich komplett für mich zum Ausgeben. Nur zum Ausgeben. Das heißt, ich muss daheim nichts zahlen. Ich kaufe zwar mal ein oder sowas. Natürlich helfe meiner Mutter, wenn sie irgendwas braucht. Bezahle das für sie oder das. Aber sie sagt, hier, genieß es noch, solange du jung bist. Und wenn du das hast, aber die Freiheit über keine Ahnung wie viele Monate und dann zwei, drei Kontakte hast, die sofort verfügbar sind und dir geht sofort super, dann weißt du, wo das Geld hingeht. Also bei mir war es jedes Mal so und ich kann mich dann nie zurückhalten, weil dann wird sofort mein Koks-Dealer wieder angerufen. Direkt. Also momentan holt dich Koks auch immer so ein bisschen zurück, oder? Ja, Der Kick. das holt mich stark, ja, das Okay, holt mich okay. stark, ja. Ja, Ja, ja. okay. Weil ich finde es immer ganz wichtig, mal so ein bisschen einzugrenzen, was sind denn so die Triggersubstanzen? Ja? Und da ist mir jetzt Ja. aufgefallen, Opioide auf jeden Fall und eben Koks. Also schon starke Geschichten, Genau. die auch Aber sehr. ihr. Nee, red zu Ende, sorry. Naja, die auch sehr emotional wirken. Ja, also Ja, die genau. Teledin-Geschichten und diese ganzen Opiat-Geschichten halt auch sehr emotional, sehr in Watte packend, sehr wohlfühlmäßig und Kokain natürlich hochschießend, selbstbewusst, Crystal als Steigerung. Ja. Gibt gerade eine Frage im Chat von Üse Üse, der auch schon hier, ja, schon lange dabei ist. Bin erst dazugekommen, aber an der Stimme an bist du auch nicht so jung, oder? Naja, wie alt bist du? 25, haben wir gesagt, oder? 25, ja, 25, genau. ich bin nur gerade, wie gesagt, krank, ich habe Corona. Du hast Corona Genau. und hast dich natürlich auch trotz dessen du Corona hast, massiv zugestopft. Ja, Ja, nee, das ist. genau deswegen eigentlich erst recht, ja. Ach genau, ach so, Das. damit du es nicht spürst. Ja, genau. Oh Also Mann. so auf solche dummen Gedanken kommt man natürlich auch, ist doch logisch. Und ja, das Schlimmste war aber eher die Benzos und das Kokain, ja. Das eher. Und Opioide noch dazu. Also ich hatte mal eine Zeit, da habe ich auch jedes Mal, ich hatte einen Kollegen, der hat die verschrieben bekommen, die 200 Milligramm Tabletten, die Teledin-Tabletten. Wir haben jedes Mal Romazepam, Clonazepam, Rohypnol, wir hatten alle Benzos da. Aber Wir haben uns getroffen, haben uns Alkohol geholt, haben uns was zum Kiffen geholt, haben uns rausgehockt, haben gesoffen, Pillen geschmissen, alles bis einer umgekippt ist. Unglaublich. Also wirklich sehr, sehr harte Sachen. Und deswegen. also das, wenn du das so erzählst, scheint das ja auch eine Jugendszene zu sein, wo das total verbreitet ist. Ja, genau. Ja, absolut. 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 Würdest du auch sagen, die heutige Generation, die heutige Jugend, das
Das ist ja mit Kim genauso, ja. So, Kim sagt, erzählt ja fast dasselbe wie du. Ja, genau. Dass Genau. halt dieser ganze Opiat, Benzodiazepin, Gebrauch gerade massiv verbreitet ist unter Jugendlichen und auch und dass die Verantwortlichen gar nicht so auf dem Schirm haben, habe ich den Eindruck. Ja, das habe ich auch den Eindruck, ja. Das stimmt aber. Das stimmt aber. Woher kommt das? Weil Ist das ich. diese Cloud-Trap-Szene? Ist das dieses von Staaten, dieses Lean-Zeug, dieses, weißt du, was ich meine? Diese ganze Subkultur, ich meine, Trap hat ja immer, also da schwimmen ja so die Drogen mit Lean, Benzos, Opioide und so. Genau. Das sind die Drogen der jetzigen Generation. Eigentlich nicht mehr Genau. Crystal oder Coke, sondern Benzos und Auch Opiate. dazu, Ja. dazu leider noch. Ich finde es immer Dazu total leider noch. krass, wie viele Ärzte dieses Zeug so mir nichts, dir nichts verschreiben. Das finde ich echt krass. Ja, das ist wirklich Wahnsinn und das hat auch letztens eine zu mir gesagt. Es gibt so viele kleine Kinder, die kommen hier rein mit Rezepten, da muss ich erstmal meine Brille abnehmen. Und sie hat gesagt, kleinere Kinder, also jüngere Kinder, die jeden Scheiß aufgeschrieben bekommen. Ich meine, das ist halt auch ein Problem, ne? Aber gut, es ist ja auch ein Notfallmedikament, es hat auch seine Daseinsberechtigung, lauter solche Dinge, egal was davon. Aber die illegalen Drogen, ob das sein muss noch dazu dann, das ist halt die andere Frage. Und das Problem ist, ich hänge leider auf beiden fest. Okay, und was ist jetzt deine Vision? Das klang es gerade so, als ob du irgendwie einen Plan hättest, wie du das jetzt angehen möchtest. Ja, das ist, ja. Um darüber nachzudenken, werde ich, denke ich, eine Weile brauchen, aber Nee, weil gerade das klang eben. vorhin gerade so, als ob du ganz konkrete Schritte jetzt schon in Planung hast. Ja, was den Entzug Ja. angeht, mache ich mir keine Pläne mehr, weil ich, wie gesagt, ich war 3, 4 Mal in Kliniken. Es hat nie was gebracht. Ich habe mich immer selbst entlassen, wieder direkt Benzos geholt. Ich habe wieder sowas gemacht, glaube wieder Koks geholt, habe wieder das gemacht, habe wieder das gemacht. Also es hört eigentlich nie auf. Es ging immer weiter und deswegen weiß ich, so Kliniken, ja gut, ja, Hast du dich schon bringt halt aufgegeben? nichts. Ja, nee, ich habe das schon aufgegeben. Mich selber auf gar keinen Fall. Okay. Ich weiß, dass ich da wieder rauskomme. Ich habe das Oxycodon auch alleine entzogen. Daheim einfach kalt von 0 auf 100 bei dir 100, 200 Milligramm am Tag. Und ich habe das über 3 Monate genommen. Also, Scott, war schon. Ja. was fehlt dir im Leben? Das ist die Frage, ganz ehrlich. Weil das, was du machst, ist ja ein Betäuben, ist ja ein Genau. Reinschaufeln in die Seele, in die Psyche, in ein Ja. Loch. Und ich denke Ja. einfach, wenn du nicht erkennst, was dieses Loch eigentlich ist, was du dort Ja. füllst, du Genau. musst erkennen, was dieses Loch ist. Und Und genau danach suche ich schon die ganze Zeit, aber ja. ich finde es nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht liegt es in der Kindheit zurück. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss es aber auf jeden Fall gewesen sein. Aber das muss ich selber finden, leider. Das ist das Problem. Und auch mal selbst meine Erfahrungen zu machen. Aber wie gesagt, ich weiß ja, dass ich davon auf jeden Fall weg muss. Ich muss das reduzieren, irgendwie, ganz egal wie. Ich sag's mal Es muss so, sein. welche Substanz brauchst du wirklich erstmal zum Überleben? Oder anders gefragt, was könnte man weglassen? Also weglassen könnte man Christel. zum Beispiel Amphetamin, Finde ich auch. Amphetamine, Speed, ja. Amphetamine, ja, Crystal nicht, Christel nicht? Koks nicht, Nein, warum nein, nicht? Warum nicht? weil ich das zum Arbeiten brauchte. Sonst hängst du Autsch. komplett durch, oder wie? Nee, sonst hänge ich nicht, sonst schlafe ich ein durch die Xanax. Also Und die es klingt Xanax musst du wirklich blöd. nehmen. Ja, die muss ich nehmen, weil ich abhängig davon bin. Ich habe Panik- und Angststörungen. So an sich schon so. Deswegen kriege ich die ja verschrieben. Warum hast du Panik- und Angststörung? Das war bei mir einfach als Kind schon so. Ich weiß nicht, ich hatte Angst, wenn viele Leute um mich herum waren. Und Platzangst und lauter solche Geschichten. Aber, ja. Genau. Und dann bin ich, wie gesagt, irgendwann zum Arzt, weil ich nicht mehr ausgehalten habe und weil ich die Ausbildung begonnen hatte.
Dann hatte ich einen Choleriker auch noch als Chef, der mich nonstop fertig gemacht hat und lauter, und das hat halt anscheinend komplett ausgelöst. Ah, okay, das ist interessant. Also du warst schon irgendwo von deinem Naturell schon vorbelastet. Genau, Warum auch immer, genau. das gibt's ja, das kann man auch, sage ich mal, als ja, besondere Charaktereigenschaften definieren. Du bist halt sensibler als andere gewesen, so würde ich es vielleicht mal sagen. Genau, Feinfühliger, genau. ja, feinfühliger ist vielleicht ein besseres Wort. Und dann mit so einer anscheinend traumatischen Erfahrung auf Arbeit mit diesem cholerischen Chef, der dich attackiert hat, der dich gebrochen hat, ist da was losgestoßen worden. Ja, genau. Richtig. So würde ich es auch definieren. Absolut. Ich habe zwar in der Zeit vorher schon immer mal ein bisschen probiert, mal da Methylidin genommen, mal da Methylidin genommen. 100 Milligramm, nichts Großes, aber ja, einfach mal immerhin, weil ich mag keinen Alkohol normalerweise, mag ich nicht. Das habe ich damals gemacht mit den Diazepam zusammen, weil es eine geile Wirkung hatte, aber Alkohol ist für mich eigentlich ein No-Go. Ich mag das nicht. Ich mag es einfach nicht. Und ja. Genau. Ja, dann heißt das ja eigentlich, dass man auf jeden Fall zurück zu dieser schlimmen Arbeitserfahrung auch müsste, Ja. um das zu bearbeiten. Was ist denn da genau passiert? Das war in deiner Ausbildung oder wie? Genau, also ich habe eine Ausbildung zum Automobilkaufmann gemacht, habe die auch abgeschlossen. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich habe mir halt währenddessen die Vensus geholt, aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Bin danach ja, in die Klinik gegangen, ein paar Monate später, nachdem es dann eskaliert ist, weil ich auch keinen Job mehr hatte und so und lauter solche Dinge. Weil ich immer mehr von den Pillen gebraucht habe und immer süchtiger wurde und dann auch noch andere Drogen dazu kamen. Dann war ich in der Klinik 4 Wochen lang, in der Privatklinik und habe dort tatsächlich auch von allem entzogen. Aber wie gesagt, bin dann halt eben wieder raus und ja, dann habe ich wieder konsumiert. Es ging halt um Mobbing, Beleidigungen. Die wollten mich einfach loshaben dort in dem Laden und ich wollte nur meine Arbeit machen. Das ist halt alles. Was waren die Gründe dafür? Gab es keine, die hatten einfach Bock auf dich. Das Problem ist, also mir wird immer wieder gesagt, ich soll nicht alles persönlich nehmen, aber ich bin leider ein Mensch, der viel persönlich nimmt und mir ist nicht wichtig, was jemand von mir denkt, aber wenn mir jemand was ins Gesicht sagt oder so, dann soll es auch die Wahrheit sagen oder beziehungsweise die Wahrheit sein. Und dort war es halt einfach so, dass es wurde von Stück zu Stück wurde es immer schlimmer. Also zuerst fing es mit dem Chef an, dann noch mit den anderen Leuten und dann war es immer komplett zu Ende. Dann hatte ich einen Nervenzusammenbruch da drin, habe mich verabschiedet und bin gegangen. Genau. Und diesen Schmerz und diese Enttäuschung schleppst du natürlich heute noch mit dir rum, ohne die bearbeitet zu haben. Ja, und also letztendlich, Genau. ja, das ist ja der Punkt, Scott. Du weißt ja eigentlich viel über dich. Du weißt, wo deine Baustellen liegen. Ja. Ja. Also ich reflektiere mich sehr gut, sehr gern selbst. Ja. Naja, was hindert dich daran, jetzt einfach mal wirklich, also ich würde eigentlich gern, dass wir aus diesem Stream rausgehen. Mit einem kleinen Ziel. Okay. Ja, weil ich denke, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir in den nächsten 3, 4 Wochen auf jeden Fall nochmal telefonieren. Auf jeden Fall, Ja, ja. weil das Würde klingt, mich freuen. genau, das klingt nämlich hier schon fast nach einer Serie. Also warum reden wir miteinander? Wir reden miteinander, weil du dich in deinem Konsum verloren hast. Weil du in Genau. deinem Konsum einsam geworden bist. Und Genau. aber jemanden brauchst, der dir zugewandt und wertfrei dir einfach mal zuhört. Genau, richtig. Ja. Und das Problem ist eben, solche Personen habe ich in meinem Umfeld natürlich auch, ja, nicht, Nicht, weil ne? Entweder ist mir deine von Mutter, Leuten. die absolut extrem Antidrogen ist, oder deine Suchtkollegen, die Genau, voll und sie zugestopft sind. versucht es nicht. Ja. Genau, und sie versucht es nicht zu verstehen. Und mein Vater, da könntest du sogar davor stehen und auf allem sein, was es gibt, und er würde es nicht schnallen. Also, Ah, okay. Interessant finde ich, über deinen Vater haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Also deine Eltern sind noch nein, zusammen. die sind getrennt. Okay. Mein Vater ist aktuell, der wohnt aktuell also etwas weiter weg von uns. Der kriegt das Ganze nicht so mit,
Gott sei Dank. Aber ja, der weiß es halt trotzdem. Ne? Und das Problem ist einfach, meine Mom kriegt es tagtäglich mit und die wird da halt auch dann irgendwann verrückt, sag ich mal. Natürlich, Ja, natürlich. das ist Die schon eine ganz, ganz schwierige. naja, klar, die frisst das ja alles in sich rein. Genau, richtig. Ja. Genau. Ja, absolut. Absolut. Also okay, also ich könnte mir vorstellen, dass wir so in 3 Wochen, nach wenn wir den Stream beendet haben, also wir haben noch ein bisschen, aber Ja, einfach klar. mal so, dann machen wir uns gleich mal nächsten Termin aus. Könnte ich mir vorstellen, so Genau. 3, 4 Wochen. Und Auf ich jeden würde mir Fall. wünschen, Ja. dass du in diesen 3 oder 4 Wochen eine Substanz mal weglässt. Das kriege ich hin. Welche soll das sein? Ich werde die Opioide jetzt dann los, komplett. Ich nehme die gar nicht mehr und jetzt werde ich auch beim Kiffen aufhören. Du willst mit dem Kiffen Also die, aufhören? ja, Na gut, das ist ja nun das muss das sein. Mindeste. Also ich meine, Ja, das ist ja nicht das das Hauptproblem. dann mit dem Kristall, Ja, Mauerkristall, okay? das habe ich eigentlich erwartet, aber hier so mit Kiffen Genau. aufhören, das ist ja so Ja, so Dünnbrettbohrermäßig. Kindergarten, eher so Absolut. Kindergarten, ja. Das ist ja nun Genau. keine Ansage, aber ich sag mal mit Ja. Kristall aufhören. Kristall, mach mal, leg mal fest Okay. und ich halte mein Wort. Und das nächste Mal dann wirst du es hören. Okay, und die Opioide auch weg oder nicht? Die werde ich auch weglassen, weil das macht den Magen kaputt. Wie lange soll das noch so gehen? Ich Genau. habe Magenschmerzen Ja, ohne Ende. ja. Ne, Alright. wie gesagt, das. Also Scott, das finde ich gerade super, das finde ich ganz wichtig. Das ist ja eben auch ein Ergebnis, was wir aus diesem Stream jetzt mal mit rausnehmen können. Wir Genau, haben in genau. dieser knappen Stunde beschlossen, wir haben hier einen kleinen Vertrag gemacht, dass du nicht für mich, nicht für deine Mutter, nicht für die Nein, Gesellschaft, sondern nur für für mich. dich Crystal und Opiate die kommenden Wochen sein lässt bis zum nächsten Stream. So würde ich es erstmal Genau. festhalten wollen. Richtig, Das ist richtig. eine super Sache, mein Lieber. Ich finde es Und toll. dann Step by Step, dann Step by Ja, aber Step. pass auf. Der Punkt ist doch, sind wir doch mal realistisch. Wenn du dir jetzt vorstellst, ein komplett cleanes Leben in einem Monat, ist das so eine Überforderung, dass du gleich Ja, dir noch mehr das haut reinballerst. nicht hin. Ja? Das klappt nicht. Das, Ja. nee, das ist auch völlig unrealistisch und ist auch eine völlig Ja. falsche Herangehensweise. Genau. Du musst letztendlich stufenweise aussteigen. Richtig, weil die meisten haben, die denken, die können damit von heute auf morgen aufhören, aber das läuft nicht. Es ist einfach nicht. Genau. Ja, ich habe mich damit schon viel beschäftigt, mit dieser Neurowissenschaft und allem, wie die das wirkt, wie das im Gehirn wirkt, auf welche Zellen, egal wann, über welche Zellen es transportiert. Ich kenne mich damit so aus, also ich kenne mich damit schon gut aus. Ich habe mich halt gut informiert, sage ich mal. Und von dem her, ich werde das aber auf jeden Fall hinkriegen. Das kriege ich hin. Definitiv, das verspreche ich. Ja, du musst es nicht versprechen, mach's einfach. Ja, das werde ich. Das Weißt werde du? ich. Genau. Das werde ich. Das werde ich. Das finde ich super und Auf ich jeden Fall. meine, du hast es doch verdient, Buddy. Ich finde das immer dramatisch, weißt du, wenn so junge, tolle Ja, Leute wie ja. du, und ich sage jetzt mal junge, tolle Danke, Leute, weil Mann. ich könnte Danke. ja fast dein Danke. Vater sein. Ja, Ja, du bist ja schon ziemlich alt, ja. ich bin 45, ja, genau. Ja. Okay, Ich finde das ja. dramatisch, dass solche fitten jungen Leute wie du einfach so an dieser Krücke der Drogen hängen. Ja, Völlig, völlig genau. unnötig. Völlig unnötig. Du hast das Leben vor dir. Du hast ein nices Ja. Life. Du hast einen nicen Job. Du hast Geld. Du könntest verreisen. Du kannst nicht Ja, verreisen, weil du dann ja, entzügig ja. werden würdest. Das ist doch furchtbar. Ja, das ist es. Wie ein Gefängnis. Es ist ein Wie Gefängnis, ist. natürlich. Du hast dir dein Genau. eigenes Gefängnis erschaffen. Genau, so ist es. Genau so ist es. Und darum muss ich unbedingt wieder rauskommen. Okay, wollen wir uns dabei heute belassen? Genau, weil, ja, wir reden, ich denke, wir reden jetzt gleich dann nochmal, oder? Naja, ich finde, das war jetzt erstmal Genau. ein gutes Schlusswort für den Stream. Also ich sag mal, Genau, das weil es war Bild, das erste Mal. genau das Bild, Sorry, das dass ich Bild, nochmal unterbrechen nee, es muss. kann, alles gut, das ist im Stream so, man sieht sich ja nicht. Ja. Das Bild des eigenen Gefängnisses fand ich super und würde ich gern so stehen lassen. Genau, auf jeden Fall. Auf jeden Und Fall. du versuchst einfach jetzt in den nächsten Wochen ein paar Stockwerke aus diesem Gefängnis nach oben zu steigen. Ja, Hin. und das wird. Das wird.
das wird. Also danke, Leute, auch ich sehe es hier ja im Chat. Ich danke euch von Herzen, wirklich, Genau, ehrlich. also. Weil sowas hört man ganz, ganz selten. Und ich meine, diese Freunde, die ich hier habe, in Anführungsstrichen, die würden mir niemals sowas schreiben. Die würden sich freuen darüber, wenn ich mir eher noch eine reinziehe oder noch eine Pille Nee, reinballer oder egal was. Scott, es sind nicht deine Freunde, es Ne. sind deine Suchtkollegen. Genau. Es sind nicht deine Freunde. Aber die meisten davon konsumieren sogar gar nicht. Ne? Ah, okay, Aber. die finden das geil, dass du so abstürzt. Ja, genau. Das ist ja Genau. krank, ja. Also absolute falsche Ja, pass Freunde, wie auf, ich und das sehe. ist eigentlich auch der Punkt, warum du siehst ja, dass im Chat heute weniger los ist. Ich habe den Chat jetzt nur für Mitglieder aufgemacht, weil vor ein paar Tagen ja eben auch was passiert ist, also was sehr unschön war. Will ich Okay. jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber Ja, klar, kein musste den Ding. Chat für Mitglieder schließen, also ich musste den schließen und nur noch für Mitglieder aufmachen, weil eben, und das ist jetzt die Brücke zu deiner Aussage, wir in einer Gesellschaft leben, wo sich die Leute drauf aufgeilen, wenn jemand scheitert und sie dann noch Richtig, richtig genau so Bock ist haben, noch es. extra reinzutreten. Das Und ist das unsere. ist das, was mein Arzt mir gesagt hat. Und genau deswegen kriege ich diese Tabletten verschrieben. Ja, mein Ja. Lieber, aber jetzt muss ich mal eins sagen, wir machen ja doch ein bisschen weiter. Nee. Weißt du, nee, weißt du, Okay. was die Message sein muss, dass du und ich eben nicht so sind, dass wir mit lebendigem Beispiel vorangehen und sagen, nein, wir finden das scheiße, diese Asozialität immer Ja, nachzutreten. ist es auch. Wir machen das nicht, wir haben auch Fehler, aber wir reichen dem Schwächeren die Hand und Mann, ich krieg gleich Genau, hier eine und helfen ihm Gänsehaut. auch auf. Genau, Genau, das ist richtig. nämlich so asozial in dieser Gesellschaft geworden, dass hier alle, also ich sag mal, in der Vergangenheit war es so, dass man für sich so allein gelebt hat, aber heute ist ja die Steigerung, dass man gar nicht mehr alleine leben möchte, sondern man will Leuten noch wehtun. Ja, genau. Ja. Das auch noch. Immer weniger Beziehungen, lauter sowas. Also es ist viel zu viel Drama Ja, eigentlich auf dieser genau. Welt. Ja. Genau. Ja, sehe ich Okay. auch so. Aber hat mich sehr, sehr gefreut und hat mich gefreut, dich kennenzulernen, definitiv. Haben wir Und zum es war Schluss ein noch, gutes auf Gespräch. jeden Fall haben wir zum Schluss noch eine gesellschaftspolitische Message rausgehauen. Genau. Und jetzt, mein Lieber, genau, hast noch eine Minute, erzähl mal ein bisschen, wie war das Gespräch, Community, wie hat es dir gefallen? Also mir hat es sehr gut gefallen. Community, absolut top, finde ich sehr, sehr schön, sowas zu lesen. Wie gesagt, sowas kriege ich nicht mal da zu Hause zu hören. Muss ich ehrlich sein, ich bin ehrlich komplett jetzt. Kriege ich nicht mal zu Hause zu hören. Und von dem her weiß ich sehr, sehr, sehr zu schätzen, dass ich auch mal mit jemandem reden konnte, der wurde es einfach versteht. Ich meine, mit wem soll ich hier reden? Das versteht hier keiner. Also wirklich keiner. Wirklich keiner. Und da bin ich, deswegen bin ich da sehr speziell und von dem her dachte ich, ich sollte es doch mal bei dir probieren. Und es war Weißt du? keine schlechte Erfahrung. Nein, auf gar keinen Fall. Es war eine super Erfahrung. Super, das freut mich Definitiv. sehr. Und gerade weil du auch den Chat erwähnst und der dir auch so viel bedeutet, wie gesagt, es ist heute wenig los im Chat, weil der nur für Mitglieder geschlossen ist. Darum Kein Ding. ne, aber für meine Community, darum mein Appell, liebe Leute, werdet Mitglied, Mitgliedsstufe Lite, 1,99 im Monat, das ist nichts, damit ihr auch hier am Chat teilnehmen könnt und auch meinen Gästen Mut zusprechen könnt. Es ist keine Geldgeschichte, ich habe es schon oft erwähnt, es ist eine Sicherheitsmaßnahme. Also Leute, 1,99 im Monat, jederzeit kündbar und ihr könnt hier im Chat mitschreiben. Mein lieber Scott, ich würde sagen, das war's für heute. Genau, Und du dann lassen bleibst, wir es genau, dabei. du, ja, Und war ja eine Menge, war ja eine Menge, war eine ja. Menge, ja. Genau, du musst mal erstmal Aber ich brauche durchatmen. eine Zeit lang, bis ich ein bisschen auftaue und dann Nee, nee, ist ja nächste okay, Buddy. Guck Woche. mal, du hast das doch toll gemacht. Du hast das doch toll Danke. gemacht. Ja, ich meine, es ist ja für dich auch eine Reise gewesen, sich bei mir zu Genau. melden, die Entscheidung zu treffen, heute hier dies und das Genau. und einfach auch sein Herz mal auf den Tisch zu packen. Das ist Ja, auch und halt mutig, auch ja. wirklich zu kommen halt, ne? Und Genau, nicht naja. dann spontan abzusagen, ich kann doch nicht oder Ja, du, sonst da was, muss ich sondern sagen, das passiert mir eigentlich selten. Da will ich auch mal meine ja, Gäste das finde ich loben. gut. Das Genau. finde ich Also gut. ich würde mal Ja. sagen, 5% der Gäste tauchen nicht mehr auf oder sagen ab, aber ansonsten läuft das hier. Musste halt nur jetzt in der Sehr schön. Vergangenheit ein paar Sicherheitsmaßnahmen treffen, damit die Qualität des Kanals erhalten bleibt. Das finde ich sehr gut. Genau, mein lieber Das Scott, finde ich sehr. du bleibst noch in der Leitung. Wir machen uns gleich einen neuen Termin aus. Das heißt für euch, liebe Community, Scott kommt wieder. Und ich denke, ja, in den nächsten 3 Wochen werden wir gleich sehen, Scott, ja.
Und jetzt kannst du dich mal Genau. von der Community verabschieden. Also, dann bedanke ich mich bei jedem Einzelnen von euch. Ich nehme mir das sehr zu Herzen und ich werde mein Bestes geben und werde es durchziehen. Und danke, 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 danke. Bis zum nächsten Mal, gell? Und Also, ciao, ciao. mit diesen positiven Feelings, mit diesen positiven Vibes entlasse ich euch in diesem Samstagabend. Wir sehen uns morgen Sonntag, 19 Uhr wieder neuer Truck Talk. Ich zähle auf euch und werdet Mitglied. Bis dahin, ciao, ciao.